Die Lords und die Ladies, es geht mal wieder um ein Adventscafé mit rum. Diesmal gibt's ein Spekulatius Latte Macchiato. Und hier habe ich schon mal ein Glas, das auch Hitze ab kann. Denn da werde ich jetzt heiße Milch reintun und die erstmal aufschäumen. Und zwar mit, deswegen heißt es Spekulatius, Spekulatius-Gewürz und noch einem Schluck Rich Syrup. Zuerst nehmen wir mal eine Löffelspitze, also sagen wir mal so einen halben Teelöffel oder Barlöffel voll von unserem Gewürz hier. So, zack. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und da drauf kommt jetzt etwas Rich Syrup. Ihr könnt auch Simple Syrup nehmen oder ihr könnt auch gleich, weiß ich nicht, süße Milch nehmen. Aber ich mag das hier ganz gerne einmal zusammenstellen. Dann natürlich schon mal vorab ein wenig rühren. Und das gießen wir jetzt mit heißer Milch auf. Also das hier ist nur Deko-Milch. Heiße Milch. Pass auf. So. Und Latte Macchiato. Was brauchen wir? Milchschaum. Habe ich hier. Na dann, wollen wir mal. So, jetzt rühren wir das Ganze schön schaumig. Und gleich mache ich erstmal einen schönen Kaffee. Und zwar hier wieder mit dem Kokskaffee. Also, Doppel-O, ne? K-O-G, nicht K-O-K-S. So, die Milch ist leidlich aufgeschlagen und jetzt kommen wir mal zum Kaffee. Oh, genau. Anmerkung, ich habe das letzte Mal auch Kaffee gesagt. Mir wurde gesagt, bei uns heißt das Kaffee. Und, ja, wir sind hier im Norden, das heißt Kaffee bei mir und... Wenn du weiter in den Süden gehst, wird es noch besser. Wenn du nach Österreich gehst, da wird dir gesagt, das heißt Kaffee. Das müssen sie schon beim Hören riechen können. Finde ich super. Aber ich mache mir einen Kaffee jetzt. Und wieder muss ich mein kleines Maschinchen anschmeißen. Wie gesagt, hier mit dem Kokskaffee. Ich habe mir übrigens rausgesucht, es gibt mittlerweile, oder ich habe mittlerweile gefunden, wo ihr den auch bestellen könnt. Also schreibe ich euch drunter, ich kriege da nichts für. Ist aber irgendwie lecker. Ich mache jetzt einen Kaffee. Ha! Oha! Der riecht so gut, vielleicht muss ich doch irgendwann mal Kaffee sagen. Aber nichtsdestoweniger trotz, der muss ja jetzt hier irgendwie in unsere aufgeschäumte Milch. Und das machen wir am besten über einen Barlöffel, ne? Damit wir da so ein paar Schichten oder Layer bekommen, wie man in der Profisprache sagt. Egal, ich versuche einfach mal mein Glück. Hauptsache der Kaffee kommt da rein. Also 2, 4, 6, 8 und ab. Zack. So, das sieht ja schon mal lecker aus. Und damit sich die Struktur so ein bisschen verändert. Rum? Guck mal, 2Cl. Ach, das muss sein. Also, damit das nicht nur lecker aussieht, sondern auch noch lecker schmeckt. Kommt hier etwas rein. Ich habe mal den Bacardi Quattro gewählt. Ist eine anständige Geschichte. Kann man gar nicht sagen. Wusste nicht, dass Bacardi sowas auch macht. Aber den finde ich in Ordnung. Der hat ja so einen gewissen holzigen, runden Geschmack. Aber was hier auch wichtig ist. Beim Spekulatius nicht zu viel Eigengeschmack. Ne? Ansonsten zerhaust du dir so ein bisschen den Gewürzgeschmack. Das wollen wir nicht. Also werden wir hier einfach mal etwas rum applizieren. So, zack. Noch einmal hier durchhuschen. So. Macht man als anständiger Barkeeper nicht. Bin ich aber nicht. Deswegen darf ich das. Also Freunde, und jetzt bin ich gespannt auf... Oh ja, schön warm. Aufs Probieren. Prost auf euch. Oho. Ja. Freunde, seid mit der Dosierung von den Gewürzen. Das ist gerade so an der Ecke, würde ich sagen. Also so ein, ja, lieber ein Viertellöffel als ein halber Löffel. Aber es ist lecker. Also richtig schön weihnachtlich, warm, wohlig. Rezept schreibe ich euch wie immer drunter. Und wenn ihr es gut fandet, gebt doch ein Like. Naja, und falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, hier ist irgendwo... Da oder da unten oder je nachdem, über was für ein Gerät ihr das guckt, ist ein Abonnieren-Knopf. Drückt doch da gerne mal drauf. Dann bekommt ihr auch mal sowas
etwas abseits vom Rum von mir. Ja, Freunde, mir bleibt nicht viel übrig, als zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Kaffee.